Vor 75 Jahren wurde die österreichische Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft, kurz MIVA, gegründet. Aufgabe der katholischen Hilfsorganisation mit Sitz in Stadl-Paura in Oberösterreich ist es, in den Ländern des globalen Südens Fahrzeuge für pastorale, soziale und medizinische Projekte zu finanzieren. In Tansania etwa wird so ein Projekt für Plastikrecycling und eine Modellfarm ermöglicht. Christian Rattner war mit der MIVA auf Lokalaugenschein vor Ort. Regenzeit ist auch Regenbogenzeit in Tansania. Straßen sind besser geworden. Zumindest auf den Hauptverbindungen kommt man gut voran. Father Valley hat einen nagelneuen MIVA-Geländewagen bekommen. Ich habe mir das Auto lange gewünscht. Ich freue mich sehr, denn ich weiß, jetzt wird die Arbeit für mein Plastikprojekt wie am Schnürchen laufen. Mit österreichischer Hilfe hat Father Valley nahe der Stadt Biaramulo ein Recyclingprojekt ins Leben gerufen. Plastikabfall wird gereinigt und zerkleinert, eingeschmolzen und in Gussformen verarbeitet. Fliesen, Kleiderhaken, Becher, Lineale und andere Gegenstände sind das Ergebnis. Dass manches ein wenig wackelig ist und nicht immer gut funktioniert, wird mit viel Einsatz wettgemacht. So this hard plastic, they can't be. Besonders das harte Plastik lässt sich oft nicht gut einschmelzen. Da kommt es vor, dass man ganz schön viel Kraft braucht. Die MIVA Austria hat auch Lastendreiräder finanziert zum Sammeln des Plastiks. Das Projekt wirkt gleich mehrfach. On the environment. Einerseits helfen wir damit der Umwelt, denn Plastik verrottet nicht. Andererseits erzeugen wir damit neue Produkte. Diese neuen Produkte kosten sehr wenig, sind aber sehr langlebig. Die kleine Fabrik bietet Arbeitsplätze. Und öffnet für manche auch den Blick in die Zukunft. Mein Traum ist es, eines Tages selbstständig zu sein und Businesswoman zu werden. Father Valley hingegen träumt von einer größeren Maschine, mit der sein Team Plastik aller Härtegrade einschmelzen könnte. Entwicklung braucht Bildung. Davon ist Father Valley überzeugt. Er unterhält einen Kindergarten, der aus allen Nähten platzt. Eine Berufsschule soll jungen Menschen Perspektiven bieten. Der engagierte Priester hat auch eine Marketingausbildung. In einer Schule, die er betreut, testet er sein Produkt. Die Fliesen im neuen Festsaal sind aus recyceltem Plastik. Andere wären zu teuer. Wir verwenden unser Plastik. Das ermutigt uns, mehr zu produzieren. Ich bin sicher, dass in einigen Jahren noch Familien Plastikböden haben werden. Die Lastenfahrräder werden in Biaramulo erzeugt und stoßen mittlerweile über das Plastiksammeln hinaus auf Interesse. Ein guter Freund und Kollege Father Wallis ist Gratian Kipara. Auf den Markt geht er mit Kennermiene, denn Father Gratian ist Priester und Agrarökonom. Auch er hat vor kurzem ein MIVA-Auto bekommen. Der kräftige Pickup leistet gute Dienste, zum Beispiel auf dem Weg zur Muhama-Farm, die der Pfarrer als Modelllandwirtschaft betreibt. Hier ist ein von der MIVA finanzierter Traktor unterwegs. Sonnenblumen, Mais, Soja, Taubenerbsen und Bohnen werden angebaut. Die Farm dient auch zur Ausbildung. Jungen Leuten aus der Umgebung gibt Father Gratian sein Wissen weiter. Und der Traktor hilft kräftig mit.
Wir verwenden den Traktor auf unseren Feldern, unterstützen aber auch Nachbarbauern, wenn sie ihn brauchen. Sie zahlen dann nur eine Erhaltungsgebühr für den Treibstoff zum Beispiel. Es ist das zweite Jahr, dass wir den Traktor haben. Er hat unseren Ertrag stark gesteigert. Auch ohne Traktor bleibt genug zu tun. Der Pfarrer arbeitet mit. Immer wieder unterbrechen Regengüsse die Arbeit. Aber viel Wasser verspricht eine gute Ernte. Um andere Miwa-Fahrzeuge geht es am Abend beim Krankenhaus von Piaramulo. Menschen, die nicht gehen können, bekommen Rollstühle. Sie können sich normalerweise nicht von einem Ort zum anderen bewegen, können keine Freunde und keine Verwandten treffen. Es ist, als wären sie in einer Zelle eingesperrt. Zusätzlich sollen jetzt Gruppentreffen organisiert werden, als weitere Maßnahme gegen die Einsamkeit. Die meiste Zeit fühle ich mich sehr einsam, denn ich muss alleine zu Hause bleiben und kann niemanden besuchen. Nicht einmal das Wetter vor der Tür kann ich genießen. Überall in den Dörfern werden Rollstühle gebraucht. 16 Außenstationen gehören zur Pfarre. Auch zu Hause in Nemba wird nach der Sonntagsmesse die Übergabe der Miwa-Rollstühle groß gefeiert. Rollstühle wirken keine Wunder, aber ein kleines Stück Mobilität ist gewonnen. Wenn er Zeit hat, steht Pfarrer Kipara gern selbst an der Sonnenblumenölpresse. Aus den Einnahmen werden Bedürftige unterstützt. Und für die Schulen wird Essen gekauft. Einen Teil des Öls, das wir produzieren, verkaufen wir. Den anderen verteilen wir an Familien, deren Kinder unterernährt sind. Die Zukunft ist im Blick. Unterstützung aus Europa ist weiterhin notwendig. Aber Father Grayson wünscht sich so viel Unabhängigkeit wie möglich. Wir sehen, dass sich manche Spender zurückziehen wegen der schwierigen Weltlage. Der Krieg in der Ukraine, die vielen anderen Katastrophen. In dieser Situation wollen wir in der Diözese selbstständig sein, durch unsere eigenen Projekte, die wir auf die Beine stellen. Die Entwicklung geht voran. Miwa-Fahrzeuge sind eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit der beiden Priester. Sie wünschen sich keine Almosen, sondern nachhaltige Hilfe. Das Problem in unserer Diözese ist das fehlende Startkapital. Ich bin aber stolz darauf, sagen zu können, wenn man uns Kapital zur Verfügung stellt, dann machen wir daraus etwas mit Hand und Fuß.